Und weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute sind wir am Wolcho unterwegs und ich freue mich mega auf einen neuen Spot hier. Letztens jetzt noch im Livestream gehört, Alten, da geht wieder was und ich muss es auf jeden Fall testen. Also hier an dem guten alten Z-Fisch-Spot auf 71.100 soll, ja, nicht nur der Z-Fisch laufen, also Zobel, Zope und Zerte. Die laufen tatsächlich zurzeit nicht ganz so gut. Nee, der Spinos, der alte Bänger, der kam rein und meinte, Alten, ich habe hier im VK was gelesen und auch direkt getestet. Und ich habe es vorhin auch nochmal gesehen, auch im Forum ist es mittlerweile reingehackt. Aland soll hier laufen. Aland, und ihr wisstet, Aland, mega, habe ich immer richtig Bock drauf. Super Fisch, geile Gewichtsklasse, 4 Kilo Trophy, macht halt einfach Bock. Das ist so ein Fisch, da passt irgendwie, das ist genau eben meine Gewichtsklasse sozusagen. Und wenn der läuft, ja, dann macht es halt einfach Bock. Man kann mit einem relativ feinen Setup hier angeln. Und wie und wo genau und welche Boilies und was nicht alles, da gehen wir jetzt rein. Ich baller erstmal raus. Ich habe es noch nicht getestet. Kescher ist noch leer. Ich bin sehr gespannt, ob das auch so lübt. Was hat er geschrieben? Ich glaube, 24 Meter hat er geschrieben. Ich glaube, schaffe ich die? Doch, schaffe ich so ziemlich genau sogar. Das ist gut, das hilft. Also 24, 25 Meter so, ne? Immer so grob. So ganz wild ist ja die Angabe dann auch nicht. So super wichtig, wenn man hier in dem Bereich ist, dann sollte das schon passen. Ob man jetzt einen Meter näher vorsteht oder weiter hinten und so weiter. Aber so grob in dem Rahmen. Und wenn ihr dann natürlich den Clip eingestellt habt, dann natürlich für alle Routen gleich, weil wir ja hier mit Futter arbeiten. Aland hat Bock auf Futtermische. Das heißt, dementsprechend oder demzufolge nutzen wir natürlich auch entweder die Standard-Futtermische oder wir mischen uns da nochmal speziell ein bisschen was an. Wäre natürlich die andere Möglichkeit. Ich ziehe die erste nochmal eben raus. Beziehungsweise, ich Profi habe gerade reingeballert. Ich habe die Futtermische noch gar nicht dran. Ich ziehe sie alle nochmal raus. Aber immerhin sind sie eingestellt. Futtermische! Dann können wir ja schon mal ins Set reingehen. Also, so sieht das Set aus. Ich bin hier mit den Winkelpickern gerade dran. Also meinen Routen fürs leichte Angeln. Muss allerdings, da muss ich nochmal demnächst auch für die Achievements ein bisschen ran. Ich muss nochmal mit den Feeder-Routen ran. Damit ich hier diese Feeder-Qualifikation und Achievements noch alle machen kann. Also, gehen wir nochmal aufs Setup ein. Komplett hier noch natürlich wieder mit den Winkelpickern unterwegs, aber man kann natürlich auch hier gut mit der normalen Feeder-Route stehen, zum Beispiel mit dem Starter-Set, Feeder-Starter-Set, das funktioniert auch. Einserhaken, ich bin hier ungefähr auf 10 Kilo gerade unterwegs, mit Boilie, Muschel und Früchte 16, mit Muschel-Dip und jetzt muss da noch ein PVA dran. Ich muss mal eben schauen, hatte ich das benannt? Ich hoffe schon. Aland, hier ist es. Zwei Stück und das Ganze immer noch geklippt auf 24 Meter und nur raus damit. Und hier scheint, ja, da scheint schon was ranzugehen. Sehr gut. Sehr gut, ran damit. Ohne Futtermische, ohne alles. Das ist natürlich auch sehr angenehm. Wenn das schon funktioniert, dann ist das doch schon immer ein gutes Zeichen. Zack, 1,5 Kilo Aland, kann sich schon sehen lassen. Apropos Aland, hat manchmal ein bisschen ein eigenes Bissverhalten. Das heißt, beim Aland kann es sein, dass der beißt, aber nicht direkt abzieht. Von daher immer ein bisschen vorsichtig sein, immer mal wieder auch die Schnüre nachziehen. Nehmen wir nochmal eben, ich baue mal eben die Mischen dran. Ja, jetzt die Tage beim Z-Fischangeln waren auch einige Aalande dran. Viel auf Mistwurm. Vielleicht
ohne, also wenn man nicht so ganz weit ist hier im Grundangeln, vielleicht einfach mal testen mit Mistwurm und Aaland Mische. Sollte doch funktionieren. So, und das dritte Ding auch noch raus. Und da bimmelt die erste auch schon los. Seht ihr mal. Also, das sieht auch schon mal ganz gut aus. Der erste Aaland ist im Sack. Jetzt ist die Futtermische draußen. Jetzt sind alle Köder draußen. Und hier sieht man auch schon, der Aaland zieht gerade nicht wirklich ab. Er hat zweimal gezuppelt. Was man natürlich immer noch sieht, es ist jetzt hier so gerade am Wiggeln. Das ist immer noch so ein komischer Bug, wie auch immer. Sobald ein Biss ist, hüpft hier diese Schrift immer so ein bisschen. Und da ist er auch noch dran, wenn man R drückt, die Fehlermeldung kommt. Also, der Fisch hängt. Das ist halt wieder, ja, das ist halt typisch für ein Aaland. Seit einigen Jahren war da auf einmal Sense mit. Auf einmal zuppelt der nicht mehr los. Na, gucken wir mal. Kurz gebimmelt. Ich hoffe ja mal, dass die ganz dicken, so in Richtung 4 Kilo, dass die sich dann auch schon wieder ändern, ne? Aber auch noch nicht dran. Dass die sich dann entscheiden und auch richtig abziehen. Ja, mit G einfach drücken, reingucken. Wackelt die Schrift? Nö, tut sie noch nicht, also weiter warten. Aber normalerweise, wenn er lübt, dann lübt er richtig. Klassische andere Köder sind auch so in Richtung Halibut und Lachs-Boilies und sowas. Kann man auch gerne mal probieren. In dem Bereich ist der Aaland oder war der Aaland auch mal unterwegs. Jetzt testen wir das erstmal hier schön mit der Muschel. Muschel-Mische, Muschel-Boilies, Muschel-Dip, Muschel-PVA. Ich habe noch nicht ins PVA geguckt. Gucken wir uns nochmal das PVA an. PVA, da ist es. Details, da haben wir es. Also, PVA mit Haferflocken, Erbse und Muschelsoße. Und das Ganze dann auch noch schön kombiniert mit dreierlei von der Muschel. Mit dreierlei Feeder, Pellets, Pellet Feeds in drei verschiedenen Größen. Also das Ganze übelst muschelig. Und ja, das sollte doch ein bisschen wirken. Ja, wie gesagt, wenn ihr das noch nicht herstellen könnt, es gibt eine Standard-Aaland-Mische. Auch das wird funktionieren. Gucken wir mal da kurz rein. Wo ist sie? Hier oben ist sie. Das ist die Standard-Aaland-Mische. Auch da sind die Haferflocken mit drin, die Erbse mit drin. Keks ist mit drin, Sonnenblumenöl. Ja, vielleicht den Keks und das Öl oder sowas gegebenenfalls gegen irgendwas Fischiges, was Muscheliges tauschen. Was dann in Richtung der Boilies geht. Sollte vielleicht doch ein bisschen besser gehen. Und ich hoffe, da geht was. Und ich bin auch gespannt, wie es in der Nacht aussieht. Ob er Bock hat, schauen wir uns gleich dann an. Alter, ich gucke gerade in mein Set rein und zack, zieht hier schon. Ich höre es nur surren. Zieht hier einer ab. Alter, der hat aber Bock. Der hat aber richtig Bock, ey. Mach keinen Scheiß, Alten. Das sieht aber schon gut aus. Und das auf dem 10-Kilo-Set? Das kann doch schon was sein, ey. Ich habe gerade überlegt, ob es nicht noch andere Muschelköder gibt als die Boilies. So Pellets oder sowas. Gleich nochmal nachgucken. Alter, was ist denn mit dir? Ich meine, die Aalande, auch die ganz kleinen, die hatten auch beim Z-Fischangeln schon richtig Bock. Zack, da geht der nächste rein. Oh, das ist doch schon dicker. Das ist doch schon dicker. Oh, close. 3,963. Allen. Schönes Ding. Weiter geht's, ey. Weiter geht's. Alter, die haben einfach Bock. Ist das geil? Kann man machen, ey. Oh, danke. Dankeschön fürs Follow. Ach, ist
Ist das schön, ey. So. Zack, und direkt der nächste. Gerade ist ausgeworfen. Und nee, hat nicht gebissen. Hat nicht gehakt. Der Lümmel. Also, denk immer daran, erst abziehen lassen. Scheiße, direkt sofort rein. Einfach ablegen. Da war ich zu schnell, ey. Da war ich zu schnell. Alter, ist das wild? Ist das wild? Ist das geil, Alter? Das ist ein ganz eigenartiges Verhalten gerade. Ganz eigenartiges Verhalten. Die ganze Zeit nichts. Und dann auf einmal... Geil, ey. Schön, und die schießen auch direkt ab. Sehr, sehr geil, ey. Hat Bock, der Fisch. Richtig Bock. Und hier auf der Mitte war aber auch gerade noch ein Gezuppel, ne? Alter, da kommt der nächste Dicke an. Oh, nochmal. So ein Specki, ey. 3,4. Alter, die haben aber auch Gewicht hier, ey. Krass. So, raus damit. Lübt, ey. Ah, ist es denn wahr, Alter? Du kannst es dir nicht ausdenken. Was ist denn mit diesem wilden Spot? Was ist denn hier los, verdammt nochmal? Unnormal. Leute, ich stehe jetzt hier. Die zweite Nacht. Gerade musste ich erstmal schön mit Mama telefonieren. Das hat Vorrang. Ne? Das hat ein bisschen gedauert. Ist halt so. Jetzt stehe ich hier mittlerweile die zweite Nacht. Und du kannst dir den nicht ausdenken. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Alter, warum beißt denn hier nichts? Und jetzt auf einmal... Siehst du, du musst einfach mal, du Lümmel, mal öfters mit Mama telefonieren, dann fängst du auch mal eine Trophy. So, lass dir das mal gesagt sein. Ne? Zack! Schön die Arland-Trophy. Als ob das quasi der Plan gewesen war, hier eine Arland-Trophy zu fangen. Alter Falter, schönes Gerät. Und ich kann dir sagen, ich habe aber auch schon hier Sachen reingeschmissen. Also... Hier, das ist hier das letzte Experiment gewesen. Da ist übrigens noch gar nichts drauf. Also, letztes Experiment. Ich bin gespannt, ob da noch ein bisschen was geht. Heilboot-Pellet, Heilboot, Heilboot und Heilboot, Heilboot. Das liegt mit der Futtermische übrigens am gleichen Spot. Jetzt nicht, dass auf einmal das Heilboot-Futtermischen-Gedöns hier mit der Muschel zusammen zu der Trophy geführt hat. Das wäre jetzt natürlich im Ergebnis oder auch in der... Also, das wäre natürlich jetzt anders wild. Ah, abgefahren. Also, was sagen wir denn zu dem Spot? Jetzt haben wir hier 12:30 in der Nacht. Ich würde sagen, wenn euch an diesem Gewässer... der Arland gerade noch fehlt als Trophy. Ich hatte den Brocken schon. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Dann hoppigaloppi ran an das Wasser, solange der Spot noch liefert. Sagen wir es so. Läuft ist übertrieben. Solange der Spot noch liefert, rein mit den Boilies. Und versuchen. Versucht euer Glück auf dem Arland. Ist das hier übelst effektiv? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir gucken uns das nochmal gleich an, was das denn an Kohle und an... Tja, was bringt denn das ganze Rumgeangel hier? Wie lange das gedauert hat, da müssen wir jetzt irgendwie ein paar Stunden abziehen. Aber ansonsten, ja, ist das effektiv? Ich glaube, wie gesagt, vom Silber her nicht. Aber wie gesagt, wenn die Trophy noch fehlt, ran hier. Apropos...
Die Trophy fängt man auch übrigens nur, wenn man mindestens mal den Kanal abonniert hat, einen Daumen da gelassen hat. Sonst wird das eh nichts. Das Einzige, was sonst passiert ist, Schnur durchgebissen oder abgerissen. Kann passieren. Habe ich schon oft gehört. Und danach war alles gut. Kanal abonniert, alle Videos mal durchgeguckt, wie das denn so funktioniert mit dem Angeln. Nie wieder Schnur abgerissen. Hammergeil. Jetzt gucken wir uns das ganze Geraffel mal an. Das ist das traurige Ergebnis nach, sagen wir mal, einer Stunde harten, ja, Stunde passt, knappe Stunde Angeln. Es sind immerhin 143 Ocken dank der Trophy. Ich meine, diese Aalande um 3 Kilo sind natürlich nicht schlecht, ne? Wenn davon noch ein bisschen was reinballert. Oder eben, ne, jetzt guckt ihr die Trophy an, 60 Silber für so eine Trophy, nicht so schlecht. Von den Bildern, die man bisher auch schon an dem Spot gesehen hat. Also es gab auch Kescher, die ich gesehen habe, mit 3 und 4 Trophys drin. Also kann man machen, kann man machen. Wie gesagt, der Oberburner ist es nicht. Probiert es aus. Mistwurm wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit mit normaler Aaland-Mische. Ansonsten im Idealfall eher Regenwurm, eher Boilies verwenden und die Würmer einfach Würmer sein lassen. Wenn man im Levelbereich von der 20 hier ist, dann sollte man auch, wenn man auf Grund ist, wahrscheinlich schon die Haarmontage machen können. Von daher ran an den Aaland. Wenn ihr das Ganze kratsching geholfen hat, wie gesagt, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal montags, mittwochs und freitags auf Twitch im Livestream Petri.